Mein Name ist Markus L., Geschäftsführer und Vorstand der Oberkelcher Winzer. Wir sorgen für guten Genuss. Wir produzieren nicht, sondern wir erzeugen, nämlich ein Stück Heimat, unsere guten Weine unseres Landes hier in Oberkelch. Und wir pflegen die Kulturlandschaft, vermitteln Heimatgefühl, Genuss und somit, glaube ich, ein ganz wichtiges Wohlempfinden unserer Gesellschaft. Die Natur gibt uns den ganzen Ablauf vor. Die Natur legt die Basis für unsere Qualität, für unser Tun. Und nur wenn die Natur auch mitspielt, können wir Gutes daraus erzeugen, letztendlich auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Ein Riesling in Oberkirch schmeckt anders wie ein Riesling von der Mosel. Und die Herausforderung für uns ist natürlich, das ganz Besondere noch mal rauszukitzeln, warum es das Besondere ist, warum die Weine hier bei uns dementsprechend so schmecken, wie sie nun mal schmecken. Die Wertschätzung und auch den Respekt der Natur, der Gesellschaft, vor allem aber auch dem Winzerinnen und Winzer, die in harter Arbeit unsere Weine draußen erzeugen, den Respekt wird uns entgegnet und letztendlich, sagen wir, macht es auch Spaß, guten Wein zu trinken. Herzblut, Herzkraft sind 100% und manchmal sogar über die Grenzen heraus. Ich sage mal, der Weinbau ist mit Sicherheit einer der schönsten Branchen, Berufsbilder, die es gibt, aber natürlich auch gern durch Wetterkapriolen, durch leider jetzt nicht die wirtschaftlich größten Vergütungen geprägt. Von dem her braucht man viel Idealismus in dem Ganzen, viel Hand- und Bodenverbundenheit, und da ist das Herz zwingend notwendig, anders geht es gar nicht.